Greif mich an. Los geht's. Und halt dich nicht zurück. Na dann los. Hey, chill. Warte. Au. Ah, jetzt. Oh, der geht ja richtig ab hier. Oh mein Gott, so schön habe ich ja noch gar keine kämpfen sehen. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen hier auf meinem Kanal. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum nächsten Part von Kingdom Come Deliverance. Jawohl, inzwischen dürfte das auch schon der 13., 12., lasst mich lügen, ich weiß es nicht ganz genau, irgend so einer von denen. Das letzte Mal waren wir im Gespräch mit dem Herrn Ratzig gewesen, der uns ja jetzt in die Dienste von Herrn Bernhard gestellt hat. Der soll uns ja ein bisschen unter seine Fittiche nehmen, ein bisschen ausbilden im Schwertkampf, damit wir nicht als grüner Bursche uns auf den Weg machen, das Schwert unseres Vaters zu holen. Das kommt uns natürlich sehr gelegen, da wir ja ein bisschen mehr Action auch hier, also ich persönlich habe jetzt nichts gegen mal ein bisschen mehr Action auch. Und von dem her fand ich das eigentlich relativ cool. Wundert euch jetzt nicht, ich nehme gerade, wir haben jetzt Donnerstag, ich nehme jetzt gerade im Voraus die Parts fürs Wochenende auf. Also werde ich jetzt gerade an einem Stück zwei Parts aufnehmen. Das heißt, am Ende dieses Parts wird es keine Verabschiedung geben. Ich werde dann einen Cut einfach beim Rendern zwischendrin machen. Und, ich bin wirklich ziemlich hungrig. Und dafür wird es dann einfach dem darauffolgenden Part, also nachdem, wenn ihr den jetzt guckt, den am nächsten Tag, wird dafür dann der sofort da wieder ansetzen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich tue einfach jetzt eine Stunde aufnehmen, mache daraus zwei Parts. Oder 50 Minuten so. Genau, ohne Verabschiedung. Und genau, das wollte ich euch nur im Voraus sagen. Jetzt sind wir hier oben. Ich habe gerade gehört, der hat Hunger, der gute alte Heinrich. Das heißt, wir lassen jetzt mal ein bisschen was essen. Weil mit leerem Magen kämpft sich schlecht. Und wir sind doch richtig hier, oder? Ja, wir sind schon richtig. Aber hier ist ja gar keiner. Lasst mal nachschauen, schnell. Begib dich auf den Übungsplatz und sprich mit Hauptmann Bernhard. Ohne Fleiß kein Preis. Herrn Ratzig wünscht, dass ich mich von seinem Hauptmann Herrn Bernhard im Kampf unterweisen lasse. Er gibt also Ich soll Hauptmann Bernhard auf dem Übungsplatz bei der oberen Burg in Rathai aufsuchen. Üblicherweise weilt er dort vom Vormittag bis zum Abend. Das heißt, wir müssen ein klein wenig warten. Darf ich mal kurz gucken? Vormittag bis Abend. Also wir haben es ja eigentlich Mittag jetzt schon. Machen wir mal, tun wir mal zwei Stunden warten. Das ist ungefähr gut, schätze ich mal. Dann dürfte der vielleicht auch da sein. So, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Leute. Ich hätte echt nicht gedacht, in den letzten paar Tagen sind echt ein paar wirklich geile neue Abonnenten dazugekommen. Mega, die Kommentare, die ihr auch schreibt und so, das motiviert mich einfach unglaublich. Genau, das wollte ich nur einfach mal, ich wollte einfach mal Danke sagen, weil, wie gesagt, ihr seid echt super, Likes und Kommentare und es macht richtig Spaß, dann mit euch auch darauf zu antworten und darauf einzugehen, wenn ihr was schreibt. Und wie gesagt nochmal, das wollte ich nur nochmal loswerden. Und hier ist aber auch schon der Herr Bernhard. Unterhalten wir uns doch mal mit dem. Gelobt sei Jesus Christus. Grundausbildung? Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Ratzig schickt. Das sind wir. Jawohl, das bin ich. Genau der bin ich. Dann lass uns anfangen, da Herr Ratzig es wünscht. Und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Gute Idee, die Grundlagen zuerst. Ein paar Dinge weiß ich schon. Fangen wir mit dir etwas fortgeschritteneren an. Mein Vater war Schmied. Ich habe also ein paar Dinge gelernt. Schön, dann eben etwas Fortgeschrittenes. Mhm. Oh. Nun gut, dann zeig mal, was in dir steckt. Also, greif mich an und halt dich nicht zurück. Na dann los. Hey, chill, warte. Au. Ah, jetzt. Oh, der geht ja richtig ab hier. Oh mein Gott, so schön habe ich ja noch gar keine kämpfen sehen. Komm schon. Komm schon. Also, auch wenn es jetzt sehr, sehr durcheinander aussieht, Leute, glaubt mir, da steckt Technik dahinter, was ich da mache. Da steckt. Scheiße, was geht denn hier ab? Aua! Was ist das? Hey, der ist ja voll im Rage-Modus hier. Da sieht man mal richtig den Unterschied zwischen so einem Bauernjungen, wie wir sind, und einem richtigen Ritter. Der hat auch richtig Wumms in seinem Schlag. Komm schon. Ey, der bringt uns ja gleich um. Komm. Zack. Und nochmal. Zack. Und jetzt von unten. Nochmal von unten. Los. Komm schon, der schlägt nicht zurück.
Los! Ei! Aua! Wie stark ist denn der? Den kann man ja gar nicht besiegen. Der muss es aber auch gerade richtig über... Das reicht. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Aber dich zum Meister zu machen wird schwierig. Wenigstens kannst du die Grundlagen. Versuchen wir etwas Fortgeschrittenes. Behalte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ist dein Radius. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an, an der ich mein Schwert nicht halte. Also? Genau. Gut. Sehr gut. Schön. Gut gemacht. Mhm. Gut. Lektion 2. Alles, was du bisher über das Blocken weißt, ist falsch. Wenn ich blocke, wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. So. Gut, das reicht. Jetzt du. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Also? Na, aber man sieht... Sehr gut. Bei dem Fadenkreuz in der Mitte sieht man immer ein Schild aufleuchten, wenn man blocken soll. Jetzt, guck. Zack. Und man muss dann aber auch die Maus an der... Also, den Cursor an der richtigen Seite haben, damit der, damit das auch funktioniert. Genau. Komm schon, komm schon. Und jetzt... Sehr gut. Mhm. So, und jetzt etwas schneller. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Okay. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. Wie lieb von ihm. Gut. Gut gemacht. Sehr schön. Gut. Mist. Nein, nicht so. Das Schwert nicht starr halten, sondern im Einklang mit dem Angriff bewegen. Nochmal. Komm, mach. Jetzt. Nicht schlecht. Hat er nicht eben gerade gesagt, er schlägt immer von oben? Sehr gut. Gut, gut. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du musst üben. Los geht's. Komm schon. Yes. Den haben wir. Ah. Der schlägt aber auch schnell, der Typ. Boah, muss man da schnell reagieren. Hauptmann Werner. Warte kurz, Heinrich. Hm, den kennen wir doch aus dem Gespräch beim Part vorher. Grüße, Herr Hans. Was führt dich her? Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Ratzis geschätzten Gast unterhältst. Nicht dasselbe wie einen Hammer zu halten, was, Schmied? Herr Ratzig hat es befohlen. Ich weiß, eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Bernhard. Keineswegs, Herr. Guten Tag, Sohn des Schmieds. Und tu dir nicht weh. Den Typ habe ich gar nicht gern, Mann. So ein richtiger Schnösel ist das. Wo waren wir? Ach ja, den Gegner dorthin locken, wo man ihn haben will. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Den Schritt zur Seite. Greif an, ich zeige es dir. Also los. Boah, sag mal. Guck dir das mal an. Gut, versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du ja, willst womit, und treffe. Womit soll ich ausweichen? Dasselbe passiert, wenn du zu lange wartest. Ich werde langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, spring zur Seite. Das bringt mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. Aha, ich muss mich einfach... Gut gemacht. Einfach von dieser... So, rüber. Okay. Schön. Komm schon. Ah. Nein, nicht so.
Gut. Und nun etwas schneller. Okay. Lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Komm schon. Ah, oh, jetzt war ich zu früh. So. Gut gemacht. Und jetzt. Oh, nee, ich bin aber jetzt auch genau reingerannt. Oh, den Schlag kann ich ja fast gar nicht ausweichen. Doch, man muss nach unten. Sehr gut. Komm schon, nochmal. Los. Ja, den haben wir. So ist's recht. Und die letzte Lektion für heute. Ein Trick. Hebst du dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Versuch's mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Bereite den Angriff vor, indem du hindrückst und hältst. So? Genau. Ah, jetzt verstehe ich. Gut. Ja. Sehr gut. Schön. Genau. Perfekt. Sieh an. Gar nicht schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug dazu. Aber nicht übermütig werden. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles. Du musst oft und hart üben. So, das haben wir geschafft. Warte. Herr Ratzig verlangte auch, dass ich dir das Bogenschießen. Boah, geil. Komm mit. Von nun an kannst du jederzeit den Kampfplatz aufsuchen und den Meister zum Übungsduell herausfordern. Ja, cool, jetzt lernen wir das Bogenschießen kennen. Ich finde das allgemein noch mega cool in so Spielen. Lasst mal gucken. Bin ich erstmal gespannt, wie das funktioniert, weil das haben wir halt noch gar nicht gesehen. Und wir haben auch Hunger, sehe ich gerade. Lasst mich erstmal schnell was essen. So. Läuft jetzt bis ganz da hinten? Ah, ne, hier ist ja der. Hä? Nee. Oh, wir müssen ihm jetzt alles folgen dahinter. Der soll mal ein bisschen Gas geben hier, Junge. Kann's ja nicht sein. Du. Das ist schon krass, Alter. Ich glaube, die Welt ist schon ziemlich riesig hier. Wir haben jetzt auch schon einige Parts hinter uns und wir haben eigentlich noch so gut wie gar nichts gesehen. Waren einfach mal in zwei, drei Städten vielleicht gewesen, ein, zwei Städten. Aber sonst haben wir echt gar nichts gesehen. Oh mein Gott. Hier ist der Schießstand. Oh, der läuft hier noch eine riesige Strecke. Können wir den nicht auch da einfach treffen? Na, ich glaub's nicht. Können wir schon ein Bier in der Zeit trinken gehen. Ich glaube, dann schießen wir nicht mehr so gerade. So, jetzt sind wir dann aber auch schon langsam da. Auf. Ah, da wartet auch schon der Typ, Mann. Ich hasse den. Mal sehen. Nimm diesen Bogen. Stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas. Zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Konzentriere dich. Der Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich dem zweiten mit dem Schwert. König Karl, Gott hab ihn selig, ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Ich habe das Ding noch gar nicht ausgepackt. Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Sehr schön. Spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein, halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten.
So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Okay. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Dann werden die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Geil. Vergiss den Armschutz nicht. Wenn du den Dreh raus hast, wirst du ihn nicht mehr brauchen. Also. Wieso? Ich kann mich nicht mehr bewegen, Leute. Ah, ich glaube, wir müssen auch gar nicht weggehen. Uiuiui, wie der sich... Ey, halt doch mal ruhig. Also, wir müssen relativ schnell eigentlich schießen. Bitte sag mir, was. Oh mein Gott, ist ja nicht so einfach. Also. Wir müssen ein bisschen nach rechts zielen. Oh, Mann. Das war gar nichts. Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Aber du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Wäre ja nicht das erste Mal. Was hast du gesagt? Ohoho. Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Oh, jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Oh. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Mehr als genug. Gut, dann lass uns anfangen. Oh, jetzt muss ich mich anstrengen. Heinrich, 7 Schüsse. Oh nein! Mann! Wir müssen erstmal den Bogen rausholen. Scheiße! So. Ja, den haben wir getroffen. Wir müssen so ein bisschen rechts runter zielen. So. Oh, komm schon. Beim rechten Fuß ungefähr so hinzielen. So. Nein, Mann, ich verliere meinen ganzen Beutel. Oh, das kann nicht sein. Leute. Soll ich das nochmal laden? Nee, komm, ey. Ich habe gespielt und... Ja, toll. Scheiße. Mann! Gratuliere, Herr Hans. Gut geschossen. Hab Dank, Bernhard. Wie es scheint, behalte ich den Bogen. Also, Schmied, weißt du nun, wo dein Platz ist? Oder muss ich dich noch einmal daran erinnern? Herr Hans, muss das sein. Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar. Lass uns gehen. Oh, jetzt muss ein Schmerzkampf gegen den auch noch abschließen. Mann, warte doch mal. Komm schon. Ah, keine Chance. Kannst du knicken. Ganz ruhig. Gott verdammt. Komm schon. Ja. Stopp. Mann. Oh je, hat das weh getan? Komm schon, schlag zu. Kein Herumgescheiße mehr. Oh, wieso schlägt er denn immer, wenn ich schlage? Keine Chance. Mann, der macht uns ja voll fertig.
Oh nee! Scheiße! Wieder verloren, Schmied. Du hast noch viel zu lernen. Ich sollte dir wohl Respekt dafür zollen, dass du meine Herausforderung annahmst. Trotz deiner Unbedarftheit. Vielen Dank, Herr. Und da wir ehrlich gewettet haben, darfst du mir jetzt mein Geld geben. Ja gut, okay, 2 Groschen. Aber mein Geld habe ich immer noch. Ja gut, okay. Mein Gott.